Willkommen zurück zu Shovel Knight. Ich bin der Gebirges und wir sind hier im Moor, was sehr stark erinnert an Castlevania. Ja, wir haben wenig Leben und haben festgestellt, das Spiel ist doch ein bisschen hart. Deswegen zerstören wir erstmal diesen Checkpoint und kassieren eine Menge Gold. Und versuchen mal, kann man an den vorbeilaufen? Ich glaube mal nicht, ne? Puh. Den muss ich zerstören und der da musste weg. So, den Heini da oben brauchen wir mal. Und zwar da vorne drauf. Ha. Damit wir hier in die Kiste rankommen. Oh, da sind wir. Da ist eine Note drin. Cool. Was hat dich? Nehmen wir mal mit. Du bist ein guter Freund. Helmchen. Lord Helmchen, hä? So. Seil weg. Ach. Blöd. Ich habe hier die Unverwundbarkeit drin. Das haben wir im letzten Part bekommen. Ausländermedaillon. Entrinne kurz Gefahr, aber für kurz nur. Finde ich nett. Aber wollte ich doch eigentlich nicht A drücken, sondern B drücken. Ich bin immer noch ein bisschen. Nicht ganz auf der Höhe mit dem Dingens hier. Aber es wird sich bessern. Versprochen. So, aber erstmal hauen wir hier die Dinger weg. Für ein paar Punkte. Oh, noch mehr Punkte. So knapp im Besten hier drin. Oh, Geister. Geister. Oh. Oh, what? Oh, Kiste. Easy Mode. Easy Mode. Easy Mode. Haha. Ach, ist ja einfach, ne? Ich mein. Es ist so einfach, dass man meine Nase jucken kann und ich muss nichts dagegen tun. Checkpoint. Oh nein, Frösche des Bösens wieder. Weg mit dir, der Frosch. Graben, 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 graben. Viele Punkte. So. Oh Gott. Das ist jetzt so timed, das wird schwer. Oder auch nicht. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Ah, da vorne. Ah, das ist aber ein Geist. Böse! Böser Geist. Ich sehe wirklich gar nichts hier. Die wollte ich nicht nach oben schleudern. Also nicht so weit. Geschafft. Ich mag diese Abschnitte nicht. Die sind wirklich böse. Essen und Checkpoint. Heißt, wir sind am Boss. Oder? Oh nein, das wird ekelhaft. Spectre Knight, zeig dich. Holy fuck. Du bist ein fucking Sensenmann. Dies ist kein Ort für die Lebenden, Sterblicher. Du wirst gerufen, wenn deine Zeit gekommen ist. Und jedem ist seine Zeit vorbestimmt. Wie auch deinem geliebten Shield Knight. Lüge! Sowas kaufe ich doch kein Phantom ab. Allein deine Existenz ist schon eine niederträchtige Täuschung.
Die Verzauberin steckt voller Überraschungen. Sie hat mir neues Leben geschenkt. Damit ich dir deines nehmen kann. Spectre Knight, ich hab Angst. Bisschen. Das ist nicht nett. Ich hab Feuerbälle. Du kommst hier nicht vorbei. Ja. Du Drecksack. Ah. Er macht nicht allzu viel Schaden, aber... Wow. Ich habe keine Magie mehr. Wow. Kann ich? Okay, ich kann auf ihn draufspringen. Von da. Der beschwört die Toten. So ein Cheater. Ich wollte auf die draufspringen schon wieder. Komm schon. Ich mach dich kaputt. Haha. Der kann einfach die Toten zerstören auch. Wieder trifft mich an der Stelle. So. Das ist echt ein cooler Bosskampf. Es ist dunkel. Gefällt mir nicht. Zu dunkel für meinen Geschmack. Kein Mana mehr. Okay, macht eh nichts. Also. Wow. Fies. Oh, fuck. Okay, wenn man die Checkpoints zerstört, sind sie zerstört. Heißt, man wird dann nicht wiederbelebt. Heißt, ich muss das komplette Level jetzt nochmal durchspielen. Da schneide ich raus. Bis gleich. Ja, ich habe es geschafft, hier am Anfang des Levels nochmal auf die Dinge zu kommen. Jetzt können wir mal sehen, was da oben ist. Nicht viel anscheinend. Geister. Und nicht wirklich viel. Wobei. Münzen, ganz viele Münzen. Und Geister. Viele Geister. Böse Geister. Naja, nicht so viel. Blöd. Wir sehen uns beim Boss wieder. Oh Mann, ey. Es hat mich Ewigkeiten gedauert, dass ich wieder hier hingekommen bin. Das könnt ihr gar nicht glauben, wie oft ich hier gestorben bin im letzten Abschnitt. Ich bin halt dieses ganze Genre nicht gewöhnt. Hab's seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Au. Daher kenne ich den Bosskampf jetzt auch nicht mehr ganz gut auswendig. Komm her, du. Den toten Beschwörter jetzt schon wieder. Zumindest kann ich ein paar Sachen machen. Oh, ey, seine Sichel, ey. Die fliegt aber echt böse. Muss man mal sagen. Die fliegt wirklich böse. Au. Drecksack. Deine komischen untoten Diener hau ich jetzt auch mal weg, alle. Ich weiß nicht genau, was der damit macht. Aber nichts Gutes. Au. So ein Drecksack. Ist wieder alles dunkel. Fällt mir schon mal nicht. Dunkelheit. In einem Spiel wie diesem. Besiegt! Ja! Das war so knapp. Auf den Punkt. Wahrscheinlich heißt das, besiegt einen Boss mit nur einem Treffer übrig. Heilige Scheiße, das war knapp. Ja, das war viel zu knapp für meinen Geschmack, ey. Hey, das ist eine Truhe. Eine rote Truhe.
Kann ich da hinlaufen? Nö, ich schlafe dafür ein. Was ist das für eine rote Truhe? Naja, ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe eine Menge Gold verloren im Verlauf. Soll ich sie jetzt wieder fangen? Wahrscheinlich, ne? Meine Güte, das sind ja viele Gegner. Wow. Wow, hier sind wirklich eine Menge Gegner. So von wegen, fangen sie hier. Hast du eine Menge Gegner am Arsch. Ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Ich hab sie gefangen. Fies. Wach auf. Hodel dir erstmal die ganzen Dinge jetzt hier. Erstmal das Feuer ausmachen, genau. Haben wir bekommen? Essensmarke. Cool, wir kriegen einen HP-Bonus. Cool. Boah, ey, ohne Scheiß. Ich habe das Level so oft spielen müssen jetzt. Von Anfang bis hinten. Ich glaube, ich werde nie wieder die Checkpoints umhauen. Nicht so cool, sage ich mal. Oh, Mann. Bonus-Ding, wo man buddeln darf ohne Ende und springen muss. Cool. Nice. Ich bin gesprungen, warum springt der nicht? Ehehe. Meine Kohle. Tue ich auf jeden Fall wieder. Das passiert jedes Mal, wenn man stirbt. Man verliert immer mehr Kohle und Kohle. Ich glaube, es ist ein Prozentsatz, den man verliert. Aber immer halt in Dreierpaketen und da kommt man teilweise gar nicht ran an die Pakete. Das ist echt übel. Wir haben jetzt ein bisschen Glück, weil wir da rankommen können, aber... ich will da an die Dinger rankommen. Mist. Da komme ich nicht ran. Da käme ich noch ran. Ah. Ha! Schau mal einer. Guck, da haben wir es auch. Mehr aber nicht. Truhe. Mehr Gold. Wow, das ist eine Menge Gold, die wir gewonnen haben. Und fast verloren hätten. Cool. Ja, gehen wir erstmal die Essensmarke eintauschen, ne? Und natürlich 2 Notenblätter abgeben. Wundervoll. Lass uns mal sehen. Oho. Da hast du La Danse Macabre. Oh. Der Macabre Tanz. Totes Publikum heute, sage ich. Lektion gelernt. Niemals Witze auf den Friedhof reißen. Niemals, nie. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Hör mal rein. Spiel mir das Lied vom Tod. Wobei, der Zufall. Was ist der Zufall? Ah, die Saftbar. Okay. Der dekadente Dandy. Der Präsident muss vom Thron entfernt werden. Auch wenn das gegen die Mode sein sollte. La Danse Macabre oder die Erscheinung? Der Schnitter kommt. Bist du bereit? Nein, nein, nein. Ja, boah. La Danse Macabre ist nicht so mein Fall. Nimm mal den Boss. Nimm mal das Boss-Theme. Das gefällt mir. Da ist das Essen noch wesentlich... Naja... böser? Wir mit unserem 13.333 Gold. Finde ich super. So, ein weiteres Leben. So. Bei dir kann man noch eine Essensmarke kaufen, ne? Ja, nehmen wir mal mit.
Klar, nehmen wir mit. Nein, warum nicht? Okay, man kann also nur Essensmarken kaufen. Wie teuer ist die nächste? 6000. Behalte erstmal das Gold. Brauche ich erstmal. Aber der oben freut sich schon. Und ich bin mal so. Ich bin mal so frei und nehme 7 Leben. Das sah jetzt nicht gerade appetitlich aus. Das war irgendwas mit einem Schwanz oder so. Magie brauchen wir erstmal nicht aufwerten, aber ich schau mal kurz bei unserem Freund rein. Hat der vielleicht was, der Christus? Christian. Klar, was hast du? Eine Angelrute nur. Nehmen wir die mal mit. Können wir angeln gehen. Noch irgendwas? Ah, er hat keine mehr. Zu blöd. Boah, die Musik ist echt nervig, ey. Hammernervig. Aus dem Dorf raus. Ich bin der Schnellste, mir hilft keiner weg. Alles klar, ich bin schneller als du. Ha, ha, ha. So. Wald des Ausblendens. Ich würde erstmal sagen, geh mal angeln. Am Apfelsteich. Würde ich mal sagen. Mit unserer Angelrute. Wir sind's. Loch und warte, bis das anbeißt. Okay. Oh. Irgendein Fisch geangelt. Noch ein Fisch. Was auch immer die bringen mögen. Ich warte einfach mal so lange, bis da jetzt 3 Ausrufezeichen kommen. Nö, man muss bei 2 drücken. Okay. Oder wenn die erscheinen. Da. Ja. Ich bin auch so frei und sag mal, die Angelrute bringt nichts. Zumindest hier nicht. Oh, kein Mana mehr. Okay. Ich hoffe, das Mana wird aufgefüllt. Wald des Auslebens. Geh mal da hinein. Mal schauen, was es so ist. Hi. Hilfe, Dornen! Wenn ich nur ausblenden könnte, da könnte ich rüber und Schätze holen. Ah, cool. Deswegen das Ausblenden. Jetzt brauchen wir die neue Fähigkeit für, die wir haben. Das gefällt mir. Und zack. Haha. Ganz viele Schätze. Ja. Wow. Da muss man wirklich auf Zack sein. Hol ich auf jeden Fall zurück, die Münzen. Das kannst du glauben. Ah, okay. Mal getestet, man kann sie im Sprung einsetzen. Und fliegt dann noch weiter. Die hole ich mir jetzt nicht unbedingt. Ausblenden. Blöde Drachen. Ausblenden. Blöde Drachen. Runtergefallen. Blöd. Holen wir uns zurück die Münzen, ne? Wir haben ja die Möglichkeit dazu. Ausblenden. Eine schöne Sache. So, und ausgeblendet. Und umgehauen, dieses Scheißding, was mir gerade wehgetan hat.
So. Oh, das ist gemein. Da ist was. Und rüber da. Fuck. Ich meine, Mist. Ich bin jetzt echt gewollt, da durchzulaufen. Um mir das ganze Zeug zu holen wieder. Einfach nur, weil es mir gehört. Und diesen blöden Stacheln. Die im letzten Moment da aktiv werden. Aber zumindest muss ich sagen, haben sie gut gemacht, das so zu machen. Dass man wenigstens quasi gratis mal erleben kann, wie das Ding funktioniert. Gefällt mir. Eine andere Dimension. Bin mal gespannt, was das für eine Heldentat ist. Heldentaten. Heldentaten. Eine andere Dimension. Sammle 2000 Gold auf Dornen ein, indem du eine Ausbildermedaillon. Ah, okay. Cool. Au, blödes Ding. Stirb. Hätte ich wahrscheinlich ausblenden sollen. Ha. Und wenn mal das für Dinger sind. Dinger, die ich nicht treffen kann. Nicht mit meiner Schaufel. Zu blöd. Falschen Knopf gedrückt. Meh. Ich hasse das. 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 Y ist das unsichtbare machen. A ist angreifen. Muss ich merken, ey. Das ist echt. Echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jede Menge Münzen und anscheinend ist es Ende des Levels. Cool. Schauen wir mal kurz. Was brauchen wir hier? Treasure Knight besiegen. Mole Knight. Plague Knight. Okay. Das könnte interessant werden hier alles. Würde ich aber sagen, machen wir im nächsten Part, ne? Ich gebe jetzt eben noch die Rolle ab hier vorne bei unserem Heini. Und dann... Der freut sich schon. Sprich mit mir. Was haben wir denn gekriegt? Das Abenteuer wartet. Es gibt das Studien. Es ist deutlich leichter, Karten mit Musik im Hintergrund zu lesen. Ha. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das jederzeit für die Spiele. Einfach fragen. Okay. Weißt du was? Spiel mir das Lied. Ich möchte das Neue hören. Was war das denn? Das ist annehmbar. Aber ich würde sagen, wir schauen uns im nächsten Part diese Gegend an. Weil ich muss jetzt eine Menge zusammenschneiden und... Spectre Knight ist ein Arschboss. Ein arschfähiger Boss. Ich mag den nicht. Der ist gemein. Aber es werden noch gemeinere kommen, zu 100%. Man merkt aber schon, der Schwierigkeitsgrad von diesem Spiel ist gerichtet an erfahrenere Spieler. Zu 100%. Es ist nicht so unfair wie zum Beispiel I Wanna Be The Guy. Oder I Wanna Be... wer ist das andere? I Wanna Be The... Irgendwas mit B war das... Bimbo, Bilbo, irgendwie sowas. Aber es hat schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad und einen gewissen Charme. Mir gefällt's. Mir gefällt's auf jeden Fall. Und ich werde eine Pause machen mit dem Aufnehmen und erstmal schauen,
hochladen, rendern, alles mögliche. Ja, aber auf jeden Fall, wie immer, wenn es euch gefallen hat, meine Ritter der Tafelrunde, könnt ihr gerne mal euer Zeichen einritzen, ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben geben, ihr könnt gerne mal kommentieren und vielleicht Hinweise geben, ob ich vielleicht die Steuerung noch ein bisschen umstellen sollte. Hab noch ein paar Probleme mit. Und ansonsten, ja, wär's es von meiner Seite aus. Nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich sage bis dahin. Ciao, ciao.